Servus liebe Landschaftsfotografen, in dem heutigen Video geht es wieder um die Bildkomposition beim Landschaftsfotografiemotiv. Ich stehe hier am Ammerseeufer, am Ostufer, fotografiere Richtung Sonnenuntergang und versuche hier ein, zwei gute Motive aufzunehmen in der Kürze der Zeit, die mir hier bleibt. Ich zeige euch mal das Motiv, was ich hier am Ufer gefunden habe. Und zwar haben wir es hier mit Treibholz zu tun. Abgestorbener Ast, ein dicker Ast, der hier liegt. Und vom Vordergrund her ist es echt schön, weil diese Steine hier sind leicht mit Muscheln bewachsen. Er liegt im Wasser so halb noch auf den Steinen drauf. Ich denke, das ist ein gutes Motiv, einfach mal gegen die Sonne zu fotografieren. Das mache ich jetzt. Ich baue auf und ihr seid live dabei, wie ich so ein Bild mache. Und hier, denke ich mal, kann ich auch relativ niedrig gehen, um das zu fotografieren, weil von oben runterwärts zu fotografieren, sieht es nach nichts aus. Ich muss runtergehen, weil ich habe einfach ein kleines Motiv. Und so macht es dann schon Sinn, es auch aufzunehmen. Und um die richtige Bildkomposition zu finden, mache ich das alles erstmal ohne Filter. Baue die Kamera auf Stativ. Deckel brauche ich nicht. Erstmal schnell anmachen und schauen. Ich komme hier schon wieder in Hektik, weil die Sonne ist ja gleich weg. Wahnsinn, wie schnell es hier geht. Ihr merkt gerade, ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Wie kommt es geiler? Ja, ich glaube, hochkant ist dieses Motiv einfach schöner, weil ich dann hier einfach mehr Vordergrund drauf habe. Weil im Himmel passiert nichts, wir haben keine Wolken, also konzentriere ich mich auf den Vordergrund und bleibe bei diesem ein Drittel Himmel. Nehme die Wurzel jetzt auch wirklich mittig hier auf und mache das Foto jetzt auch nicht straight auf die Wurzel, sondern gehe ein kleines Stückchen, kleine Stücke daneben, damit ich hier diese Biegung, diese Krümmung hier mit einfangen kann. Dann lenkt die Wurzel eigentlich den Blick in die richtige Richtung, genau in die Bildmitte. Top-Bild würde ich so machen. Und weil ich es einfach cool finde, eine längere Belichtungszeit zu wählen, werde ich jetzt einen 64er ND-Filter reinpacken und auch noch einen Polfilter, um hier einfach das Wasser schön sauber darstellen zu können. Na? Beginn tue ich jetzt hier erstmal mit dem Polfilter, den schraube ich drauf und schaue echt zu, dass ich das Wasser als allererstes entspiegel, dass man hier schön reingucken kann. Bei meinem Nisi-Filterhalter ist der Polfilter nämlich schön drauf. Und jetzt drehe ich einfach an der Schraube. Dafür muss ich die Belichtungszeit ein bisschen anpassen, dass ich hier was vom Vordergrund wirklich sehen kann. Ich fotografiere auch mitten gegen die Sonne, aber ich sehe jetzt, ist alles weiß im Bild. Zack, und so habe ich den Polfilter eingestellt. Jetzt kommt nur noch der 64er rein. 64er ND-Filter ist der 1.8er. Dann schauen wir mal, wie lange wir hier mit dem belichten können. Ich habe eigentlich vor, das Ganze auf 2-3 Sekunden aufzunehmen, weil im Hintergrund Boote zu sehen sind. Und umso länger ich belichte, umso verwackelter werden die einfach dargestellt. So, und wenn ich jetzt hier auf einer 11er Blende bin und 3 Sekunden lang belichte, ist das ein Top-Bild. So machen wir das. Ich fokussiere hier in der Mitte dieser Wurzel und dann haben wir schon ein geiles Bild. Bam! Sieht toll aus. Jetzt zeige ich euch noch ein zweites mögliches Fotomotiv. Das nächste ist tatsächlich ein geniales Fotomotiv. Diese Äste, die jetzt hier im Schlamm drin stecken und eine schöne Kreisform geben, machen tatsächlich ein gutes Landschaftsmotiv her. Bevor die Sonne untergeht, werde ich jetzt das Bild noch ganz schnell machen. Und zwar gehe ich jetzt ja auch ziemlich nah ran mit meiner Kamera. Muss das Bild jetzt natürlich auch wieder im Breitbildformat aufnehmen, also im Querformat. Drehe auch hier anfangs wieder an meinem Polfilter, damit ich das Wasser hier schön entspiegel. Perfekt, wow, cooles Bild. Jetzt hebe ich die Kamera noch ein bisschen an, vielleicht gehe ich noch weitwinkliger. Nehme alles hier wieder mittig, ein Drittel Himmel, weil im Himmel einfach nicht viel passiert. Der 64er ND-Filter ist noch richtig, richtig passend und gut. 4 Sekunden, ich belichte. Ich fokussiere hier auch wieder schön auf diese Äste im Wasser. Oh, ein richtig geiles Bild, weil die Sonne geht ja gerade hinter diesen Booten unter. Einfach ein Top-Foto. Bam, Leute.
Wow, das war jetzt echt schnell, in 5 Minuten 2 gute Motive. Mei, es gibt so schöne Fotomotive hier am See. Da brauchst du keinen Urlaub auf Malle oder sonst wo mehr. Wenn es nur ums Fotografieren geht. Okay, schließ die Blende wieder. Arbeite hier mit dem Histogramm, um zu sehen, dass mein Bild schön unterbelichtet ist. Man sieht auch hier, die Schwarzwerte liegen komplett links. Und versuche hier sogar mal 5 Sekunden lang zu belichten. Da brennt nichts aus auf 5 Sekunden. Ich meine, richtig geiles Bild von diesem Motiv. Mir ist jetzt auch echt wichtig, gegen die Sonne zu fotografieren, weil meinen Augen wertet das Bild unheimlich auf. Den Vordergrund werde ich hier auch in Lightroom wieder anheben, also die Tiefen etwas anheben. Und das ist echt ein tolles Bild. Was ich hier am Ammersee in der Landschaftsfotografie echt gut finde, ist einfach, dass man hier alleine ist. Ungestört, man kann in Ruhe seine Bilder machen, an der Kamera rumspielen. Das ist an vielen anderen heiß begehrten Motiven nicht der Fall. Wenn ihr auch mal Bock habt, mit mir fotografieren zu gehen, also ein Fotocoaching mitmachen wollt oder einen Workshop im Dreierteam, schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei, siegfried-eichhorn.de. Da kommen immer mal wieder Fotokurse und Termine zustande. Und wenn ihr ganz individuell mit mir fotografieren wollt, macht einfach ein Einzelcoaching. Weil ich es gerade so schön finde, mache ich doch gleich nochmal ein Bild. Aber ihr seht, ich habe hier einen ND-Filter, einen Polfilter, ein Weitwinkelobjektiv drauf von 16 bis 35, bin jetzt hier gerade auf 24 mm und mehr braucht es einfach nicht, um hier einfach eine gute Zeit am See zu haben. Top-Motiv, das zum Sonnenuntergang. So Leute, wenn man lange genug am Fotospot bleibt, kommt man auf lustige Gedanken. Und die Idee war hier, aus diesem Kreisel ein Feuerkreisel zu machen. Und das Ganze setze ich jetzt um mit Light Painting. Beziehungsweise ich habe jetzt schon 10 Versuche gebraucht, bis ich hier das perfekte Bild, für mich zumindest das perfekte, hingekriegt habe. Ich möchte euch jetzt mit dem Videolicht aber nur zeigen, wie ich es angestellt habe. Die Kamera ist jetzt hier ziemlich nah an dem Motiv aufgebaut. Steht in der Waage, steht auf 25 Sekunden Belichtungszeit und auf einer 2,8er Blende. Und ich habe jetzt hier eine LED-Leuchte, da kann ich die Farbtemperatur ändern und die habe ich jetzt mal hier auf Rot eingestellt. Bin auch hier auf gut 90%. Ich verlinke euch mal die Leuchte, falls die für euch interessant sein sollte. Und nehme mal hier so eine Plastiktüte her, die wir im Rucksack gefunden haben, um das Licht ein bisschen diffuser darzustellen. Und um Feuerkreise zu generieren, kann ich euch mal zeigen, ist es wichtig, die Kamera eben auf 25 Sekunden mit Auslöseverzögerung einzustellen. Den Auslöser hat der Daniel gedrückt, ja, und dann habe ich hier hinten angefangen. Hier war das. Hier habe ich gestartet, als die Kamera lief. Und habe die Plastiktüte hier so bewegt. Und habe mich jetzt hier in einem viel, viel breiteren Kreisel auf den eigentlichen Kreisel zubewegt. Hier bin ich etwas niedriger gekommen. Habe immer darauf geachtet, dass die Plastiktüte immer noch hier vor dem Licht ist. Und gehe hier wieder breit auseinander, weil das einfach die Perspektive erfordert. Und am Ende landet man wieder hier. Und dann sind 25 Sekunden rum. Und dann habe ich das Licht ausgemacht. Und so kam dieses Bild hier zustande. Ich sage euch, um das so aussehen zu lassen, hat es wirklich ohne Scheiß locker 10 Versuche gebraucht. Aber jetzt seht ihr das Ergebnis.